Ja Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Thema. Und zwar möchte ich mal mich einen Kanal annehmen, der mich schon seit mehreren Monaten mit Werbung vollspammt. Sub for Sub, abonniere mich, dann abonniere ich dich 100 Mal zurück, etc. und Gedöns, ne? Ja Leute, das war mein neues Intro mit dem neuen Logo, das ich entworfen habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir die Meinung unten in die Kommentare. Wäre ich sehr dankbar über euer Feedback. Nächste Woche Mittwoch kommt ein weiteres Facttime-Video. Das kündige ich jetzt mal vorab an. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns den angekündigten Kanal mal an. Also, wie du den Kanal schon aufgebaut hast, die ganzen neuen Videos, alles so schön angezeigt, das ist der Wahnsinn. Also das ist richtig vorbildlich, da muss ich mir eine Scheibe abschneiden, ne? Das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt schauen wir mal deine Videos an. Was haben wir denn da so? Inzucht disst mich, Simon Desi disst mich, also anscheinend kommst du ja nicht so gut an. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist das Video Simon Desi disst mich. Das schauen wir jetzt noch mal ganz kurz rein. Das heißt mein neues Video. Ja Leute, also heute disst mich nicht der möchte gern Inzucht TV, sondern der möchte gern Simon Desi. Also heute disst dich nicht der Inzucht TV, sondern der möchte gern Simon Desi. Das nenne ich ja mal Clickpayment, mein Freund. Da ich es euch nicht zumuten möchte, das ganze Video anzuschauen, schaue ich es mir alleine an. Nachdem ich das Video gesehen hatte und er meinte, er würde sowas nicht mehr machen, musste ich einfach einen Kommentar darunter schreiben. Und zwar habe ich geschrieben, der Typ spammt immer meine Kommentare mit Abo vor Abo voll. Und etwas später kam dann in meine Nachrichten seine Antwort. Und zwar hat er geantwortet, ich mache kein Sub for Sub, ich mache bessere Videos als du. Stopp! Darauf möchte ich jetzt definitiv mal eingehen. Wenn du schon sagst, du machst bessere Videos als ich, dann schauen wir uns das natürlich an, was du besser machst. Okay, also dass du den Bottleflip gefegt hast, hast du ja zugegeben. Aber sowas schlecht bearbeitetes und schlecht gefegtes habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Belichtung ist auch so ein Thema, ne? Da hast du noch nie was davon gehört. Wie du sehen kannst, ich habe eine Top-Belichtung. Hier oben ist eine Softbox, hier und hier. Das nennt man Dreipunktbelichtung. Aber davon hast du anscheinend noch nie was gehört. Was war das, Digga? Bist du behindert oder so? Okay, mal abgesehen von der schlechten Bildqualität erinnert mich das Ganze sehr stark an Mitten im Leben. Und das spricht natürlich dafür, dass sein Content an Niveaulosigkeit kaum zu unterbieten ist. Aber da ich ein Mensch bin, der immer noch einen klitzekleinen Punkt Hoffnung hat, habe ich entdeckt, dass er Folgendes sagt. Du hast einfach mal mein Video an, das letzte YouTube-Video Bleistift-Unboxing, da habe ich auch viele Effekte gemacht. Da ich es euch nicht zumuten möchte, diese Scheiße euch anzuschauen, habe ich es für euch gemacht und ich kann euch versprechen, da sind keine Effekte drin. Junge, ich erkläre dir jetzt mal, was Effekte sind. Schau es dir gut an. Avada Kedavra. Junge, das sind Effekte. Ja, das. Nicht das, was du machst. Nun bitte ich dich noch im Namen aller YouTuber, die du bereits voll gespammt hast, damit aufzuhören. Denn das nervt. Das war's für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Kommentieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.